Ein wollig warmes Willkommen, werter Zuschauer, bei unserem neuen Let's Play Projekt Drawn the Painted Tower, in dem wir Zweisprachigkeit auf höchste Ebenen holen, denn das Spiel ist auf Englisch, ich aber nicht, und dementsprechend wandern wir zwischen den Sprachen und wir wandern auch zwischen Realität und Bild. Denn Iris, die wir hier befreien müssen, die oben auf dem Turm steht, hat eine beneidenswerte Gabe. Denn sie kann Bilder malen, die lebendig werden und in die sie eintauchen kann. Etwas, das ich erstaunlicherweise, wieso eigentlich gar nicht so erstaunlicherweise, etwas, das ich auch gerne können würde, um ehrlich zu sein. Hier haben wir ein Fenster. Da fehlen Stücke. Das heißt, wir brauchen Glas. Hier war der Brief. Kann man hier noch was mitnehmen? Nee, da die Muscheln und so brauchen sie nicht. Das hatten wir uns angeguckt. Ein Stück trockenes Tuch. Kann ich das nehmen? Und hier... Ja, kann ich nicht. Ich gehe mal hoch. In der ersten Folge, haben wir ja schon geguckt, da war nicht mehr so viel. Dear Franklin, I worry about the coming storm. I have always been afraid of the thunder. Maybe because of that night long ago. That night long ago. Oh, da war wohl eine stürmische Nacht vor langer Zeit, die sie sehr erschrocken hat. But I know you will always protect me. Thank you, Iris. Oh, P.S. Remember to come see the play. I have been hard at work on the characters. Sie hat also ein Spiel, ein Schauspiel vorbereitet. Und aus Sonne wird Mond und aus Mond wird Sonne und eine Schaufel. Damit das kein Hinweis ist von von Iris an Franklin. Ha, ist auch schwierig manchmal. Gucken wir mal. Ich möchte ja nicht auf Franklin draufklicken. Das ist ja mein persönlicher Stolz. Iris loves the tree. Does she? Beautiful. Iris, standing in front of a giant tree. Den giant tree haben wir über dem Kamin gesehen. Da kommen wir bestimmt nochmal zurück. Hier ist noch... Was ist das? Aha, ein Stück Window. Aha. Ich dachte schon, komisch, wie diese Texturen und diese Dinger hier aussehen. Window-Stückchen, die hier auch gelistet sind, liegen also in der Gegend rum. Oh, die Kerze kann ich auch mitnehmen. Huch! Wo kommt das denn her? Das ist gefährlich. Da sollte man dringend mal... einen wichtigen Menschen für ranholen, der auf Sicherheit achtet. A moon made of silver. Ist hier noch was? Ne, hier ist Iris Tree. Ah, diese Bilder sind toll. Das hier sieht aus wie ein Leuchtturm. Oder komme ich nur zu dem... Ist das hier noch was? Nein. Komme ich hier, bitte? Danke. Iris. Ist das vielleicht Iris? There is a star-shaped recess at the top of the door. Da kommt wahrscheinlich ein Stern rein. Ja. Sterne kann ich noch nicht. Und ein Herz, das haben wir noch nicht. Aber das wäre auch zu einfach, wenn wir da jetzt schon hin könnten. Hier ist auch nichts mehr. Uns fehlt noch ein Stück vom Window. Der kleine Twinkle, Twinkle, Little Star. Ein Stück Window. Das habe ich bestimmt übersehen. Das liegt irgendwo. Es ist völlig offensichtlich und ich sehe es nicht. Hier ein Stück Fenster. Warte mal, die hatten noch Tipps. Ne? Oh. Oh, ich hab dein Ohr. Es tut mir leid. 6 Stückchen fehlen. Find the right order and see the right spot. Find die richtige Reihenfolge. Okay. Ist hier noch irgendwo ein Stück Glasfenster? Nee. Falls ja, übersehe ich es grandios. So. Vielleicht können wir ja die wir haben, hier schon rein. Aber es bringt wahrscheinlich gar nicht so viel. Oh nein. Ernsthaft? Ui. Das ist ja furchtbar. Warum muss man... Oh. Na, natürlich geht es bei solchen Spielen ja auch darum, zu knobeln. Oh. Okay. Ich muss ja sagen, ich hatte das in der ersten Folge, glaube ich, kurz erwähnt. Ich habe Wimmelbildspieler in der Familie, namentlich meine Mutter. Die zockt die durch wie nichts Gutes. Vielleicht, aber bringt das schon was? Die Kerze. Hammer. Schaufel. Nee.
Kann ich denn wohl noch ein Stückchen Glas finden? Ah, die zockt die durch wie nichts Gutes. Das ist schon gruselig, der dabei zuzugucken. Das geht nur noch so klick, klick, klick und rums ist die durch. Ich hoffe auch, dass sie sich das hier nicht anguckt. Das ist sozusagen Familienschande. Ich glaube nicht, dass ich hier unten das Stück Glas noch finde. Das wirkte bisher auf mich so bei diesem Spiel, dass die Dinge doch irgendwie sinnvoll beieinander sind. Warum sollte auf einmal hier funkelt's noch? Ah, das ist ein Brief, den wir schon hatten, ne? Genau. Nein, oder? Okay. Nee. Always worry about being discovered here. Okay, also es geht um die Bilder. Doch, ich glaube, den habe ich schon gelesen. Vielleicht. Oh. Oh je, ich bin echt nicht gut in sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht doch lieber Wimmelbilder? So. Rasten die denn dann ein, wenn die richtig sind, bitte? Das finde ich echt sweet. Oh je. Oh, ach ja, das tun sie. Oh, Gott sei Dank. Ich war schon besorgt. Das heißt, das Große hier unten stimmt auch noch gar nicht. Several pieces. Ja, die fehlen uns noch. Das heißt, man könnte jetzt wild durch die Gegend... Also nicht, dass ich das jetzt machen würde. Dinge hier wild durch die Gegend schieben und dann auf Glückstreffer hoffen. Nein, das ist nicht meine Art. Doch, natürlich. Gehörst da nicht hin. Schade. Ich finde ja, dass Dinge mit rechtem Winkel immer automatisch in die Ecken gehören müssen. Aber das sieht das Spiel anders. Schade. Kriegen wir hin. Kann ich hier gar nicht einrasten lassen. Das Gemeine an so Wimmelbild, oder nee, es ist ja kein Wimmelbild, an solchen Spielen ist ja, wenn man da anderen bei zuguckt, sieht man alles sofort. Also so geht es mir jedenfalls. Ich gucke dann da drauf und jemand ratet so durch die... Ratet. Ja, die Erkältung macht sich doch im Kopf auch breit. Rät so durch die Gegend und ich denke so, ja, ist doch völlig logisch. Klickst du da, klickst du da, klickst du da, bist du fertig. Aber wenn man selbst davor sitzt, dann klickt man so drauf rum. Und fragt sich so, kann ich vielleicht doch noch schnell die vierte binomische Formel erfinden und es noch umständlicher machen, bitte? Das ist jedenfalls mein Zugang zu solchen Spielen. Ich glaube, ich hätte gern das sechste Stück. Das würde bestimmt alles viel einfacher machen. Prost. Nee. Das muss bestimmt hier raus. Oh, ich bin hier echt... So, Mäseke. Ich war auch, also, wenn es um sowas in Geometrie oder in der Schule ging, war ich immer gerne woanders auch. Das wurde dann vor allem in der Oberstufe immer schlimm, wenn es dann in solche seltsamen Textaufgaben ging. Konrad hat 12 Teiche. Er möchte einen daraus machen. Berechne, wie viel Bier er trinken kann, wenn er seiner Freundin auf dem Jahrmarkt einen Heiratsantrag machen möchte. Und man denkt sich so, was? Und dann erstelle eine Gleichung und 25 Ableitungen. Ja, das ist jetzt hier nicht genau... Ah, ja. Ja, habe ich von vornherein gesehen, wollte ich nur die Spannung steigern. Echt nicht? Echt nicht? Ich finde, du könntest da gut reinpassen. Wir hatten wirklich mal so eine Aufgabe in Mathe bei meinem Oberstufenlehrer. Ach, das ist ein toller Typ gewesen. Traurige Gestalt eigentlich. Der hat uns irgendwann mal eine Aufgabe gegeben bei Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schade. Ich finde, das passt hier voll gut rein, ne? In der es dann darum ging, dass, ich weiß nicht mehr, irgendein Junge auf dem Jahrmarkt für seine Freundin eine Rose schießen möchte und nach jedem Schuss so und so viel Bier trinkt. Das passt ja auch voll gut rein. Ich glaube, ich muss das sechste Stück finden. Mache ich das mal. Genau, also da er auf dem Jahrmarkt ist und... brauche ich denn die Zähne? One window shot. Tja.
Genau, auf dem Jahrmarkt ist, ich erzähle das auch gleich zu Ende, auf dem Jahrmarkt ist und nach jedem Schuss für seine Freundin so und so viel Bier trinkt. Und das würde seine Wahrscheinlichkeit zu treffen um so und so viel dann verringern. Und dann soll man ausrechnen, wann er trifft oder wann er nicht trifft. Und am Ende stand da tatsächlich, letztlich sind die Anstrengungen von, ich glaube, der Typ hieß Karl, Karl aber eh egal, weil seine Freundin ihn so oder so verlässt und ihn irgendwie mit seinem besten Freund betrügt. Das war Oberstufe Mathe bei uns. War schön. Ich klicke jetzt doch mal auf Tipp. There are no hints right now. Keep exploring. Cool. Na dann. Aus Sonne wird Mond und andersrum. Schaufel. Kann ich mit der Kerze irgendwie Licht machen? Standing in front of a giant tree. Oder muss ich nochmal zu dem Baum zurück? Dry rag. Ach. Wet rag. Okay, jetzt ist es nass. Was mache ich mit einem nassen Tuch? Kann ich dir den Sand aufwischen? Ne, das ist ja auch Quatsch. Muss ich vielleicht das Fenster putzen? Habt ihr noch einen Tipp für mich, Jungs? You're not. See the right spot. Sind. Also. Ach, ich muss da wahrscheinlich bei Tag durchgucken, aber. Candle. Carving Knife. Kann ich hier drin rumpopeln? Schade. Ach, vielleicht. Oh, vielleicht könnte ich auch mal den Hammer. Ja, ich habe absichtlich kompliziert gemacht. Unbedingt. So. Jetzt aber hier. Rucki-di-zucki-di wird das hier gelöst. Das ist nicht richtig. Aber wir haben drei Dreiecke. Grundvor. Ah, das ist ja auch gar nicht richtig. Tja, also. Oh Gott. Ich bin so froh, dass die wenigstens schon eingerastet sind. Ah. Ha, ja, Easy Mode, ne? Nein. Das muss hier. Nee. Oh Gott, jetzt müssen die zwei da noch so reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind aber 7 Stücke, ne? Wie soll denn das da reinpassen? Sicher, dass die hier, die sind fest. Nee, geskippt wird das nicht. Da müssen wir jetzt durch. Entschuldigung, wenn ich schniefe. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Guck mal, guck, guck mal, guck mal. Ein blindes Huhn. Jetzt, ach, das passt doch so schön. Das passt überhaupt nicht schön. Ja, ich möchte nicht skippen. Ah, Moment. Ich skippe das nicht. Ich habe eine Familienehre zu verteidigen. Das passt doch auch voll schön, hä? Findest du nicht? Ich finde schon ein Spiel. Ich finde, wir sollten da nicht so engstirnig sein. Na gut. Du hast deinen Plan, ich sehe schon. Ja, das passt aber auch voll so. Nicht. Wie soll das denn sonst da reinpassen? Ich irgendwie. Ich sehe es wahrscheinlich nur nicht. Ah. Ich finde, dass das passt. Findest du nicht? Kann ich das nicht. Kann ich nochmal mit dem Hammer? Schade. Ich habe Windows Pane. Ich kann das ja. Kann ich das schon mal putzen? Nee. Windows Pane. Also ein Stück wird ja auf jeden Fall übrig bleiben. Ein Dreieck. Hier. Das könnte uns den Ort vielleicht anzeigen, wo wir diggen müssen. Digger. Aber es müsste doch hier reinpassen. Also es ist zu groß, das sehe ich ein. Aber da sind ja so viele Möglichkeiten. Das hier geht noch, aber das möchte er ja nicht. Denke ich mal wieder falsch. Das geht nicht, das ist zu groß. Das geht auch nicht. Also es gibt ja nur eigentlich die Möglichkeit und die andere, die er beide nicht. Könnte ich nicht einfach klein? Nein, möchtest du nicht sicher.
Aber wir haben the windows pane. Komm, gib mir einen Hin. The windows shape is on the pillar. The windows shape is on the pillar. On the... Ah, oh, ja. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. The windows shape is on the... Ja, aber die sind ja dann... Danke, Franklin. Light shines through the window. Ach, cool. Da. Was haben wir da? Ein Leinwandfragment. Passt das hier rein? Jawohl. Hier ist der Witch Doctor. Da nehmen wir doch mal den Sketch. Oh, schade. Echt gar nicht? Ich war mir so sicher, dass das hier hingehört. The painting is covered with... Oh, das ist dreckig. Ja, dann. Besser. Viel besser. The Witch Doctor. What was that? The tower has gone crazy. My wand is gone. My cauldron is cold. I feel a powerful magic in the tower. Mächtige Magie im Turm. Und er hat seinen Zauberstab verloren. Wo sein Kessel? Ja, das geht aber nicht. Da müssen wir aushelfen. Firewood rings the cauldron. Hier müssen wir wahrscheinlich ein Feuer machen. Ui. Bubbling cauldron does me no good with no wand to use it on. No. Does it? It doesn't. We'll find the wand. Was sind da? Schrumpfköpfe. Three of us rest on the shelf, but two are missing. Can you help? Also hier fehlen zwei Schrumpfköpfe. Kriegen wir hin. Schrumpfköpfe. Ja, ein bisschen gruselig auch. Stopp das einfach. Ach, guck mal. Was ist das? Aha, Magic Stuff. Ach, stimmt, er hatte ja eine Anleitung. Also wir brauchen solche Bats und Dragonfly und Butterfly und Feder. Also Zutaten für den Zauberstab. Tools and ingredients for spells. Oh, Exit Painting. Das heißt, wir müssen... It disappears in path. Kann ich da irgendwo lang? Ein Ohr, ein Mund. Finde ich denn alle Sachen im... Ich dachte, ich finde jetzt alles im Bild. Tue ich gar nicht. Trouble ahead. Das hat mir jetzt auch nichts Neues. Genau, hier ist nämlich die Anleitung. Federn, Bats, Wood Stuff, Dragonflies, Wooden Stuff haben wir. And Butterflies and other little things. Vielleicht kann ich ihm den schon geben. Vielleicht sagt er mir dann mehr bezüglich des Zauberstabes, den wir nun klöppeln werden. Grumble, can't cast a spell with no wand, can I? Grumble. Also du willst zickig sein, ja? Ja, du bist Grumble, Grumble, Wumble. I need three magic pieces to create the wand. Feathers, beads and the staff. They should be around here somewhere. Okay, also sie sind tatsächlich hier. Schade, ich dachte, vielleicht klappt das nochmal mit dem Three of us rest on the shelf, ja. Die haben wir verloren. Wooden teeth have... This head isn't missing anything. Die gehören dir bestimmt auch nicht hin. Nee. Man kann es ja mal ausprobieren. Oh, das sollte hier irgendwo sein. A stone pot. Komm. Das ist wie bei Zelda. Some netting. Damit könnten wir ein Butterfly... haben wir nicht Butterflies gesehen? In dem... Vielleicht denke ich jetzt zu kompliziert, aber in dem Bild von der Farm. Ich glaube schon. Können wir hier nochmal rein? Ja, können wir. Butterflies. This doesn't work. Warum nicht? Ach, Dragonfly ist auch... Habe ich vorhin Glühwürmchen gesagt? Ich glaube, ich habe Glühwürmchen gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Eine Dragonfly ist kein Glühwürmchen, sondern eine Dragonfly ist eine Libelle. Okay, einfach das Netz draufwerfen funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass wir die aus diesem Bild hier rauskriegen könnten. Denn die fliegen hier rum. Kannst mir nicht erzählen, dass das nicht zusammenhängt. Müssen wir nur, also wir, also ich mal drüber nachdenken. Wie ich das Netting benutze. Oh, Blue Thistle. Brauche ich Blumen? Wie ich das benutzen kann. Um die Sachen da rauszukriegen. Hier ist nichts mehr, ne?
Die reden jetzt auch nicht mehr mit mir, seit ich das Fenster repariert habe. Oh, ich brauche noch was. Ist ein Schlüssel. Kann ich den mitnehmen? Jetzt ist da kein Schlüssel mehr. Da war gerade ein Schlüssel zu sehen. Ja. Hast du noch irgendwas hier rumliegen, woraus ich zum Beispiel das Netz verbinden kann, dass ich so eine Art Kescher habe? Mal gucken. Ich denke da noch drüber nach. Ich beende an dieser Stelle diese Folge mit knappen 20 Minuten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Einen Kommentar da lasst oder ein Abo oder was auch immer. Ich freue mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal bei dem Hexendoktor. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.